So, was will der Typ jetzt ja nicht? Seetang. Grauer Farbstoff, hellblauer Moosblock, Blaueis. Für 6. Nö. Moin. Da greifen wir die Typen an. So, dann bauen wir jetzt hier nochmal eine Schicht drunter. Und dann nochmal der Kies rein. Haben wir auch gar nicht mehr so viel. Müssen wir nicht auch mal irgendwo wieder abfarmen. Mal sagen muss, ist eins der ekeligsten Spiele, die ich wirklich so gesehen und gespielt habe, war wirklich, glaube ich, so The Last of Us. Also so von Ekelhaftsfaktor her, in dem Sinne, dass die ganzen Viecher so richtig ekelig sind und das alles so, wer schon mal The Last of Us gespielt hat mit diesen komischen Pilzviechern, alter Junge. Das ist alles so eklig, wenn auf einmal die angelaufen kommen und boah, da willst du selber nicht drin stecken. Gerne. Und halt immer die Fights, das sind immer die Kämpfe. Ich habe jetzt dann zum Beispiel letztens, was so gerade aktuell kostenlos ist, dieses Tiny Tinas Sturm auf die Drachen-Dingens oder wie es heißt. Dieses gratis kostenlose Game, was bei Steam war oder ist. Habe ich letztens gespielt mit Manu und Junge, wir haben da permanent Battle gemacht, also permanent mussten wir dagegen irgendwelche Scheißviecher kämpfen. Ich meine, die waren nicht eklig, aber die meinen, es ist halt so ein Borderlands-Grafik, also wer Borderlands schon mal gespielt hat, ist eigentlich für mich, finde ich, ziemlich nice das Game, vielleicht spielen wir das auch mal. Aber ich finde es halt ziemlich schön, das Spiel. Und generell, was halt aber so ein bisschen störend war bei dem Teil, ist halt, dass wir da permanent kämpfen mussten. Da waren 100 Millionen Viecher dauerhaft. Und du musstest halt so vielleicht 10, 15, 20 Mal sterben, bis du die alle fertig zusammen hast. Und das Schlimme ist ja, sobald du wieder das Gebiet verlässt und neu herkommst, sind die einfach wieder da. Die sind einfach wieder da. Die respawnen einfach. Ich glaube, das war bei Borderlands 2 nicht so. Schon wieder länger her, als ich das gespielt habe. Na toll. Habe ich nicht das zweite Stack mitgenommen? Okay. Und dann noch rauf das Glas fertig bauen. Das reicht schon wieder gerade noch so. Alter. So, dann das Glas. Das auch. Somit ist eigentlich hier schon alles fertig. So, der Typ hat euch jetzt. Achso, der ist wieder in seinem Rausch.
Glas. Holz haben wir hier rein, das kommt dazu. Das Ei. So, das, die Äpfel kommen da auch rein. Und die Erde und so weiter. Das ist hier oben drinne. Da gehen wir wieder mal runter. Und sammeln uns nach unten noch die schönsten Blöcke der Wälder. Ja, unendlich Baustelle. Warte mal, wie sieht es denn jetzt eigentlich da hinten aus? Hier mal so ein bisschen Zuckerrohr und Weizen und hier mal nur Weizen. Sieht so aus. Ist ja auch fast fertig alles gewachsen. Super, ja. Da hinten. Ja. Sieht auch alles super aus. Krass, einfach nur alles aus diesen Blöcken. Auf welcher Höhe sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ach, 44, okay. Das hier ist ja erstmal so der Eingangsbereich. Ich habe mir da eigentlich gar keine Vorstellung noch gemacht, wie wir es machen. Ich habe dann nur gedacht, dass in der Mitte, wir verbinden das Ganze. Hier vorne kommt dann noch so eine kleine Halle rein und dann geht es da hinten hoch. Dann also zu den Zimmern und noch. Also da geht es dann noch weiter höher. Aber nicht weit. Dahinter nichts. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr so lange aufnehmen, also vielleicht die Folge fertig machen. Weil dann muss ich auch schon wieder Feierabend machen. Also bis zu den 100. Folge werden es noch ein paar Sessions, vielleicht 2, 3 Sessions noch. So schaffen, dass wir GTA San Andreas und Minecraft so parallel abschließen. Zumindest glaube ich, dass Minecraft wahrscheinlich früher fertig wird. Und dann kommt erstmal dann nur GTA San Andreas und dann kommen komplett neue Sachen. Dann wird alles komplett neu. Da kommen neue Spiele oder weitere Spiele, erstmal Fortsetzungen. Vielleicht wieder mal eine Runde ETS. Oder werden wir wieder ein paar Blöcke brauchen. So bis hierher kommt da der ganze Steinziegel. Der muss halt bis hierher führen, weil da drunter ist der Wald. Und ab dann müsste er eigentlich anfangen. Oder nee, da müsste er noch ein bisschen weiter gehen, glaube ich. Weil der Vault ist da drunter noch. Ich weiß nicht wie lang. Das ist so die Decke normal, oder? Ja, doch, das, der müsste da schon wieder enden. Ja, genau, da müsste hier. Da müsste hier dann das Holz anfangen. Da werden wir wieder ein paar Steinziegel
schmelzen müssen, das werde ich noch vor Ende der Aufnahme noch machen. Ich habe da noch eine Form, ein bisschen nachdem ich GTA San Andreas ein bisschen durchgespielt habe, weil ich ja ziemlich großer Fan bin der GTA-Serie, vor allem San Andreas habe ich ja damals angefangen, dass ich da noch weiter ein bisschen spielen werde, so privat, und versuchen werde, so mal 100% auch natürlich durchzuspielen und ein bisschen Scheiße zu machen, so ein bisschen so das, was man damals auch gemacht hat, heute noch machen. Und vielleicht auch so ein bisschen ein privater Speedrun oder Speedrun Race mit einem Kollegen. Mal gucken. Also wer schnell da einfach alle Missions durch hat. Da bin ich auch nicht mehr so gut darin wie damals, weil da habe ich ja damals jede Abkürzung wirklich gekannt. Zumindest ohne Glitches irgendwie so, was weiß ich, was man da machen kann. Auf der PS2, glaube ich, war das so, da gab es so Replay-Modus und sowas. Das ist ganz komisch. Sowas spielen wir das gar nicht. Wir haben es auch auf dem Tablet gespielt, da geht ja wahrscheinlich gar nicht. So, hier wird dann gleich alles mit Holz zugebaut sein. Ich glaube, hier auf der Seite werden wir dann nichts mehr bauen. Also wir werden die Wand doch wegreißen. Also dass hier die Wand halt reinkommt. Und die wird ja dann auch hier bis mit Steinziegel führen und dann danach fängt ja sozusagen der neue Abschnitt an. Da führt da wirklich die Treppe dann nach oben, so eine kleine Treppe nach oben, und die führt dann ins Zimmer. Die anderen da unten, dann machen wir da einfach so Privaträume rein und sowas. Da wird nicht viel Großes drin sein jetzt. Noch haben wir nicht die richtigen Materialien dafür und so das Ganze. Zum wirklichen Haus, wirklich so modern zu dekorieren und das Ganze, das geht nicht noch. Oder können wir ein bisschen Kies farmen? Das nehme ich gerne mit. Hört das auch mal irgendwann auf? Ja. So, hier ist auch noch Steinziegel, okay. Dann machen wir hier noch Steinziegel. Muss ja genauso parallel sein wie darunter. Und ab dann ist ein ganz anderer Abschnitt.
Und das Holz, das kommt dann hier auf der Seite. Ich muss ein paar Fackeln machen. Und das hier weg. Ich weiß noch nicht, wie hoch wir da gehen werden. Aber nicht so hoch. Oh, Eisen. Das nehme ich natürlich gerne mit. Jeglicher Rohstoff wird hier natürlich mitgenommen. Und da ist ein Vault. So, ich würde dann mal schnell mal die Steine reinschmeißen in die Öfen. Machen wir oben. Da oben ist ja sozusagen Start und Endpunkt. Da kann ich ja auch gleich Treppen mitnehmen. So. Oder haben wir noch welche? Wir haben noch sogar welche. Wir haben sogar viel mehr, sogar noch. Na ja, gut, haben wir trotzdem mal ein bisschen wieder Vorrat gemacht. Ist ja nicht schlecht. So wie auch hier von Kies haben wir jetzt wieder einen kleinen Vorrat. Die ganzen anderen Sachen, die kann man weg. Boah, Junge. Wie viel? Ich werde bald eine eigene Kiste dafür anlegen müssen. Diorit, Andesit. Und unten bauen wir noch ein bisschen weiter. Ein bisschen geht sich da noch aus. So, und auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ich hier in der Mitte noch so einen Durchgang machen werde, wo man auch durchkommt. Man muss ja nicht hier oder da, man könnte dann so zentral rausgehen. Ich habe jetzt keine Treppen mitgenommen. Wir müssen sowieso noch bauen. Ein bisschen abgebaut wird er noch. Wobei, wisst ihr was, ich hole das jetzt dann schnell. Muss ich nächstes Mal nicht so weit rumlaufen, dann kann ich hier gleich schon anfangen, wo ich hochbauen will. Und damit hier hinter die Wand gezogen wird,
Kann ich schon mal vorsorgen. So, dann nehmen wir die Treppen hier mit. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder mal für diese Session. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei und auch bei der 100. Folge dann auch mit dabei. Denn die ist ja nicht mal lange hin, da sind noch vielleicht zwei Sessions noch eingeplant und da geht es ja schon los in die 100. Folge. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal wieder, haut rein und tschüss.